Herzlich willkommen zu den Games World Daily News am Donnerstag mit Dominik und Olli. Red Dead Redemption 2, Publisher Take-Two setzt in Zukunft nur noch auf Mikrotransaktionen und Games as a Service. Assassin's Creed Origins, der erste Trials of the God Event ist gestartet. Ubisoft ist zufrieden mit den Verkäufen. Rome 2 Empire Divided, neue Erweiterung zum Total War Klassiker, wurde offiziell enthüllt. Und Command & Conquer, Gerüchte um Game Designer deuten auf neuen Serienableger hin. Das wäre ganz schön. Gruselig? Kommt drauf an, wie es wird. Red Dead Redemption 2 ist unser erstes Thema. Die Zukunft, die sieht düster aus für alle Gegner von so Sachen wie Mikrotransaktionen und Nachfinanzierungsmodellen, wie Take-Two CEO Strauss Zelnick im Rahmen eines Geschäftsberichts bekannt gibt. Komme aktuell fast die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens aus solchen Mikrotransaktionen. Besonders beliebt ist dabei offenbar so ein Modell auf, wie GTA Online eben eins unterstützt, nämlich eben ihr könnt im Spiel halt Ingame-Währung kaufen, die sogenannten Shark Cards, und da im Spiel dann Gegenstände dazu freischalten. Aber auch der Online-Modus von NBA 2K18, der wirft offenbar satte Gewinne an. Im selben Zug, und das ist eine ganz logische Überlegung natürlich, kündigt er auch an, dass alle zukünftigen Spiele von Take-Two Interactive, alle zukünftigen Spiele, nur noch Games-as-a-Service-Titel sein sollen. Genau, das bedeutet, dass Spiele über einen längeren Zeitraum aktuell gehalten werden, indem Spieler dafür zusätzliches Geld ausgeben können. Allerdings erklärt Zelnick auch, dass dies nicht zwingend bedeutet, dass jedes Spiel ein Online-Spiel sein wird oder Ingame-Version nutzt. Also da gibt es anscheinend sehr verschiedene Modelle, wie er das weiterführen kann. Bei manchen Titeln sei es auch die richtige Strategie, einen großen DLC sowie kostenlose Zusatzupdates anzubieten. Dennoch werde es immer Gründe für Spiele geben, nach dem Release zum jeweiligen Spiel zurückzukehren und dabei Geld auszugeben. Das wird alle Investoren freuen. Ja. Die Spieler. Manche Spieler vielleicht auch, weil sie dann ihr Lieblingsspiel immer up to date haben. Klar. Aber zumindest Zelnick sieht dieses Verlangen auch von den Spielern begründet. Diese würden sich heutzutage in neue Spiele verlieben und lange dabei bleiben wollen, anstatt wie früher immer wieder neue Titel für eine gewisse Zeit zu spielen. Bei mir war das schon immer so, dass ich bei Spielen eigentlich länger geblieben bin. Also, dass ich nicht irgendwie ein Spiel eine Woche durchgespielt habe und dann zum nächsten gehetzt bin, sondern dass ich das wirklich dann über ein halbes Jahr hinweg meist gespielt habe. Oder CSGO, wie du über PUBG, Warcraft 3 war auch so ein Fall, genau. Das habe ich auch über Jahre hinweg gespielt. Ja, ebenfalls in diesem Zuge wurde dann halt auch bestätigt auf Nachfrage, dass auch Red Dead Redemption 2 auf dieses Finanzierungsmodell setzen soll, also dass es entweder so Sachen wie Mikrotransaktionen gibt. Es soll ja auch einen Online-Modus geben bei Red Dead Redemption. Trotzdem, wie genau das alles aussehen wird, was sie da geplant haben, wie sie den Spielern da nachträglich noch Geld aus der Tasche ziehen wollen, klingt jetzt negativ natürlich, ist aktuell aber noch unbekannt. Trotzdem mal wieder eine Bestätigung dafür, dass uns solche Sachen wie Lootboxen, Mikrotransaktionen, Games as a Service in Zukunft wohl sehr stark begleiten werden und uns noch mehr auf den Senkel gehen. Genau. Wenn Take-Two da schon ankündigt, dass jedes Spiel wirklich das in Zukunft beinhalten wird, dann werden andere Publisher da wahrscheinlich bald nachziehen. Ubisoft macht es ja schon so, genau. Mit Assassin's Creed Origins ist der erste Live-Event gestartet, also dieses Trials of the Gods-Event. Ab sofort haben Spieler die Gelegenheit, in einer besonderen Mission gegen den ägyptischen Gott Anubis anzutreten. Das Trials of the God-Event läuft noch bis zum 14. November, also ein zeitlich limitiertes Event. Da sollte man dann, wenn man einen erfolgreichen Abschluss hat, einen exklusiven Gegenstand haben, den es dann auch bloß da gibt. Also den hat dann jeder andere nicht, der das nicht geschafft hat, und den kann man dann wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen, außer das Event kommt irgendwann mal wieder. Eine ganz nette Sache, um halt auch so ein Spiel länger zu begleiten, eben weil viele von euch haben es ja gespielt und sind ja auch schon durch. In Zukunft sollen noch weitere solche Events folgen, die sind auch dann wirklich für alle Spieler da und nicht nur für Season Pass Käufe und so weiter. Also da zumindest mal was Positives. Auch positiv fällt der aktuelle Geschäftsbericht von Ubisoft aus. Die Verkäufe von Assassin's Creed Origins waren dabei auch natürlich ein Thema. Das habe sich um 100% besser verkauft als sein Quasi-Vorgänger Assassin's Creed Syndicate. Um 100%. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber trotzdem starkes Stück. Ja, also Syndicate war anscheinend so der schwächste Teil der Reihe, kann man schon sagen. Und Origins hat es mal wieder,
eine Wiederbelebung der Marke geschafft, würde ich jetzt mal sagen. In der ersten Hälfte des aktuellen Fiskaljahres konnte Ubisoft den Gesamtumsatz um fast 70% steigern. Da war jetzt nicht nur Assassin's Creed Origins natürlich daran schuld, sondern auch Rainbow Six Siege und Ghost Recon Wildlands, die haben einen großen Anteil an diesem Erfolg. Und setzen natürlich beide auch auf dieses Games-as-a-Service-Modell. Da sieht man, warum man sowas macht, weil es halt einfach funktioniert und die Leute eben da auch Geld ausgeben. Man, Ubisoft ist ja bei diesem Games as a Service so ein bisschen Vorreiter gewesen, ja, mit so Sachen wie Rainbow Six Siege zum Beispiel, ein Spiel, was über 2 Seasons hinweg unterstützt wird. Da bist du jetzt auch nicht irgendwie traurig darum, dass sie das so überhaupt machen, ne? Nicht. Nee. Also es ist schon cool. Und ich habe da auch nicht das Gefühl, dass mir da Geld irgendwie abgezogen wird, weil ja, die Operators, wenn ich die haben will, kann ich die freispielen. Ich kann mir einen Season Pass kaufen, wenn ich das Freispielen eben umgehen möchte. Funktioniert für mich einwandfrei. Auch bei GTA Online ist das nicht so, dass man da jetzt genötigt wird, Geld auszugeben. Man kriegt die ganzen Updates umsonst, man kann die spielen. Dann kann man sich halt diese GTA-Dollar holen oder sonst irgendwas. Aber die Autos sind bei den, also die richtig dicken Fahrzeuge, die neuen bei jedem Update, sind halt immer ziemlich teuer. Das heißt, ihr könnt dann entweder ganz viel drauf hinfarmen oder ihr holt euch halt so eine Shark-Card und könnt euch halt dann gleich die Autos aus dem Update holen. Ist ja im Prinzip so ein ähnliches Modell. Aber eben, es geht mit Farmen zumindest. Es funktioniert natürlich, ja. Rome 2, Empire Divided, weiß ich nicht, ob es auf ein Games-as-a-Service-Modell setzen wird, aber knapp einen Tag nach dem mysteriösen Teaser, über den wir ja gestern erst berichtet haben, ist es offiziell, Rome 2 bekommt eine Erweiterung. Erscheinen wird diese namens Empire Divided am 30. November 2017. Für rund 17 Euro. Auf der offiziellen Total War-Webseite gehen die Entwickler da auch ein bisschen so auf die Inhalte ein. Demnach wird es eine Kampagne geben, die im ereignisträchtigen Jahr 270 nach Christus angesiedelt ist. Die Spieler müssen sich da mit schwächelnden römischen Provinzen und Barbarenangriffen herumschlagen, so wie ich es gestern schon prophezeit habe. Genau, du hast es gestern eigentlich so gesagt. Das war quasi der Untergang des römischen Imperiums. Und zur Verfügung stehen euch insgesamt 10 Fraktionen aus 5 unterschiedlichen Kulturen. Zudem soll es mit den neuen Helden auch besondere Kampagnenmissionen geben. Diese sollen spezifische Siegesbedingungen mit sich bringen und in ihrem Verlauf besonders auf den jeweiligen Helden zugeschnitten sein. Zudem soll es zum Release der Erweiterung für alle Spieler von Rome 2 einen kostenlosen DLC geben. Dieser überarbeitet das Politiksystem des Spiels und bringt es auf einen modernen Stand mit mehr Flexibilität. Das 4 Jahre alte Rome erfreut sich noch immer großer Beliebtheit bei Fans. Aktuell spielen täglich noch rund 5000 Spieler den Titel. Das ist ganz schön beachtlich für so ein altes Spiel. Ja, ganz schön interessant. Vor allem das und gut, dass auch Creative Assembly sowas sieht und sowas honoriert, indem sie halt jetzt dann nach so langer Zeit eigentlich zu so einem alten Spiel noch eine Erweiterung rausbringen. Also finde ich auch ziemlich cool, obwohl ich mit der Total War-Reihe überhaupt so gar nichts anfangen kann. Bei mir ist das genauso. Ja. Also mich würde diese ganze geschichtsträchtige Sachen da, weil das ist ja auch oft sehr akkurat mit vielen Historikern, die sie da eingestellt haben bei Creative Assembly, das würde mich schon interessieren. Aber das Spiel an sich, ich habe Rome 1 mal versucht, aber ich bin nicht lange dran geblieben. Ja, eher was für mich ist da schon die Command & Conquer-Reihe, wenn es um Strategiespiele geht. Könnte EA der Command & Conquer-Reihe jetzt noch eine Chance geben? Darauf deuten aktuell zumindest Gerüchte um den Game Designer Greg Black hin. Der ist ja erst kürzlich nach 9 Jahren Abstinenz bei Blizzard zu EA zurückgekehrt, quasi zu den Machern von Command & Conquer. Bekannt ist er vor allem für seine Arbeiten an Command & Conquer 3 sowie Alarmstufe Rot 3. Bei Blizzard war er als Strategieexperte natürlich an einem Projekt vor allem beteiligt, nämlich an StarCraft 2. Nach seiner Rückkehr zu EA häufen sich jetzt Gerüchte um ein mögliches Command & Conquer. Unter anderem berichtet das Magazin Game Watcher über ein mögliches neues Command & Conquer. Auslöser hierfür war ein Tweet von Black selbst, in dem er über ein neues Projekt schreibt. Er könne kaum erwarten, dieses der Öffentlichkeit vorzustellen. Dass es sich dabei wirklich um ein neues Command & Conquer handelt, ist natürlich seine Spekulation, aber es wäre schon cool. Also ein EA-Strategiespiel, Echtzeit-Strategiespiel mit Black quasi als Producer. Und das wäre schon sehr, also blöd, wenn das nicht Command & Conquer wäre. Ja, die Reihe in den letzten Jahren ist halt so ein bisschen was dagegen spricht. Die war weniger erfolgreich. Also das gipfelte dann dadurch, dass 2013 das geplante Command & Conquer Generäle 2 dann letztendlich nach vielen, vielen Schwierigkeiten auch auf Eis gelegt wurde. Trotzdem, im aktuellen Portfolio von EA
ist kein aktuelles Command & Conquer drin, beziehungsweise nichts, was gespielt wird. Und auch fast kein anderes Strategiespiel. Deswegen natürlich auch eine Chance, hier in den Markt einzusteigen und dann mit so einem Vorreiter wie diesem Black dann eben da auch was Gescheites draus zu machen. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Ich war ein riesiger Fan. Vor allem der alten Westwood Command & Conquers noch, aber auch der späteren, die waren auch noch gut. Ja. Und da würde es mich riesig freuen, wenn da ein neues Command & Conquer, ein richtig gutes Command & Conquer kommen würde. Ja, Alarmstufe Rot war ungefähr mein liebstes. Welcher? Command, der erste. Der erste? Okay. Der war perfekt. Ich habe den zweiten und den dritten tatsächlich häufiger gespielt, aber ich fand den ersten auch cool. Hm. Also den habe ich hauptsächlich dann auf LAN-Partys und so weiter, haben wir den rauf und runter gezockt. Nicht auf LAN-Partys gespielt wird Battlefront 2, vermutlich. Echt? Hat es einen LAN-Modus? Nein, der alte Teil. Achso. Ja. Aber wir haben ein Video dazu gemacht, nämlich die Helden der hellen Seite. Wir stellen euch die namhaften Charaktere aus Battlefront 2 darin vor. Neben so Charakteren, die man schon aus dem Vorgänger kennt, wie zum Beispiel Luke, Leia und Yoda, schaffen es diesmal auch ziemlich interessante Neuzugänge ins Spiel. Zu Wolfenstein 2 haben wir das erste Episoden-Update. Also da kommt ja ein DLC, da gibt es jetzt die Episode 0, die hat sich der Felix angeschaut und zeigt euch im Video einen kleinen Vorgeschmack auf die kommenden Story-DLCs. In der Vorbestellerwartung erlebt ihr dann so einige Überraschungen. Ja, ziemlich interessantes Ding, auf jeden Fall angucken. Und jetzt kommen wir zu euch, zu unserer Community. Gestern haben wir ja berichtet, IO Interactive, arbeiten an einem neuen, jetzt habe ich einen verdammten Ohrwurm, arbeiten an einem neuen Hitman. Freut ihr euch auf ein weiteres Spiel mit dem Agenten 47? Was erhofft ihr euch von den angekündigten neuen Gameplay-Mechaniken? Und wie fandet ihr die Reihe bisher generell so eher hopp oder top? Sucktails freut sich auf jeden Fall, er schreibt: Wahnsinns-News, ich liebe die Hitman-Reihe. Blood Money war großartig und das 2016er war dieses Jahr auch mein persönliches Game of the Year. Ich hoffe auf eine bessere KI, bessere Animationen der Waffen, sinnvolle freischaltbare Items, dynamischere Gelegenheiten, mehr Elusive Targets und vor allem neue Locations, die so großartig designt sind wie Paris oder Sapienza. Aber ich vertraue IO da voll und ganz. Werde ich mir vorbestellen. Ein Hitman-Fan. Ja, allererstes Spiel. Ich fand das Spiel auch brillant. Das letzte Hitman jetzt. Ich habe nur die ersten zwei Episoden gespielt, fand die aber ganz cool. Und dann habe ich es irgendwie verpasst, am Ball zu bleiben irgendwie. Also das war irgendwie diesem Episodenformat geschuldet, dass ich da nicht weitergespielt habe. Das ist ein bisschen doof, wenn du vor allem gleich das komplette Paket gekauft hast. Ich habe mir erst die erste Episode gekauft, habe dann gespielt, dachte mir dann, also Absolution war ja eher so ein lineares Spiel und das andere war ja eher so gestückelt dann eben. Und dann dachte ich mir, ja Mensch, jetzt bin ich hier, habe ich hier in Paris alles Mögliche schon gemacht. Und dann habe ich mal auf den Spielzeit-Counter geschaut und hatte da halt mehr Stunden als in Absolution allein in einer Episode. Ja. Also man kann sagen, es ist ein gutes Hitman gewesen, aber leider hat sie es halt nicht so gut verkauft. Ja. Thorsten Liebhunter schreibt, die alten Hitman-Teile waren ganz gut, obwohl ich mehr der Typ bin, der lieber mit der dicken MG irgendwo reinstürmt. Das große Plus bei Hitman war, dass man die Mission unterschiedlich angehen konnte, um sein Missionsziel zu erreichen. Vergiften, ertränken, erschießen, erdrosseln und jegliche Art von Unfällen. Einem eventuellen neuen Teil würde ich eine Chance geben. Also das ist auch immer das Coolste, diese Unfälle. Also das ist das Motivierendste, finde ich, an dem ganzen Hitman, das so zu inszenieren, dass es wie ein Unfall aussieht. Dass du gar nicht da warst. Genau, und dass der halt auch so kurios immer ist. Ja, und auch die ganzen Kostüme und sowas, mit was für abstrusen Ideen du dann in welche Bereiche kommst und so weiter, finde ich halt auch großartig. Und da halt in so ein Gebiet geworfen zu werden und das alles herauszufinden erstmal, das ist schon zumindest für mich auch ziemlich motivierend gewesen. Alaric schreibt, Hitman war für mich immer ein Schuss ins Knie, beileibe keine schlechte Reihe und vor allem die wirklich innovativsten Entsorgungsmethoden der Gegner haben schon was. Nur bin ich leider nie richtig in die Spielmechanik reingekommen, war da immer nur am Ablosen. Ja, das ist halt auch wirklich ein Spiel, wo man sich ein bisschen reinfuchsen muss. Es ist also, Trial and Error. Man muss mehrfach versuchen einfach und es ist nicht leicht, kann man sagen. Aber das ist ja das, was die Fans auch motiviert. Klar, die Laufwege der Gegner musst du dir gut merken und die ändern sich ja auch dann immer wieder, je nachdem, wie du vorgehen willst, musst du an denen vorbei oder an denen vorbei. Und da bist du schon ganz oft mal am Abkratzen, aber da darfst du dich einfach nicht demotivieren lassen. Mhm. In the end klappt es dann ja eigentlich immer.
Duffy90 schreibt, Spionage- und Agentenspiele finde ich immer sehr spannend. Ich will, dass man mehr Optionen hat und nicht nur immer schleichen muss. Ansonsten vielleicht noch etwas größere Levels und einen etwas leichteren Schwierigkeitsgrad. Noch mehr freuen würde mich, wenn Obsidian und Sega ein Alpha Protocol 2 machen und ankündigen würden. Das würde ich voll abfeiern. Ich finde es sehr schade, dass es kein gutes James-Bond-Spiel mehr gibt. Daher nehme ich alles, was mit Agenten und Spionage zu tun hat. Ihr seid wie immer super, macht weiter so. Grüße aus der Schweiz. Grüße zurück. Vielen Dank für das Lob. Ein gutes James-Bond-Spiel würde ich auch gerne mal wieder spielen, muss ich sagen. Hast du mal Alpha Protocol gespielt? Ich habe ein brillantes Spiel. Ich habe es daheim. Das ist ein Pile of Shame. Ich habe es auch mal installiert gehabt. Aber nicht gestartet. Solltest du vielleicht mal tun. Ja. Also bevor du es jetzt in 5 Jahren startest, aktuell sieht es noch einigermaßen erträglich aus. Okay. Ja? Also es ist kein absoluter Horror. Ja, es ist schon ein bisschen älter, aber es ist wirklich brillant. Meister Propper schreibt, noch kein Teil gespielt, hat mich auch noch nie interessiert. Und das Konzept, das Spiel in Stückchen zu verkaufen, macht es nicht besser. Fühlt sich so an, als müsste ich ein Game mehrmals kaufen, um es einmal spielen zu können. Ich gehe ja auch nicht ins Kino, wenn nur der Prolog gezeigt wird, egal wie billig der Eintritt ist. Ja, haben wir vorhin schon auch drüber geredet. Ich habe es da bei Hitman so gemacht. Ich habe, wie gesagt, die erste Episode gekauft und dann sehr lange gewartet, bis die restlichen Episoden draußen waren und dann auf einen Sale gewartet und die restlichen Episoden in diesem Upgrade-Bundle dann für ein Apfel und ein Ei erstanden und dann aber auch peu à peu eben gespielt, dass ich halt dann wirklich, wenn du drin bist, dann auch dabei bleiben kannst. Weil das ist bei den Episoden halt ein bisschen scheiße. Hitman ist jetzt nicht das allereinfachste Spiel, wie auch andere schon geschrieben haben. Du musst dich viel reinfuchsen, auch in die Steuerung und so weiter. Und da dann immer 2 Monate zu warten, bis die nächste Episode rauskommt, so lange spielst du jetzt da auch nicht dran rum. Das kann man irgendwie ganz gut mit Kino und Serien vergleichen. Ja. Also die ganzen kompletten Spiele sind quasi Kinofilme und so diese Episoden-Adventures vor allem sind halt Serien. Also das sind halt auch 2 unterschiedliche Dinge dann quasi. Bruno schreibt, kein einziges Hitman gezockt, hat mich nicht wirklich angesprochen. Die Filme waren aber sicher schlechter als die Spiele und meine Fresse waren die schlecht. Ja. Also ich habe mir tatsächlich nur den ersten angeguckt. Ich habe den neuen, wann kam der raus, letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Noch gar nicht so lange her. Ja. Den habe ich mir gar nicht mehr gegeben. Ich habe den ersten mal angeguckt mit einer Freundin zusammen und bin, glaube ich, nach 10 Minuten eingeschlafen. Und ja, das war meine Erfahrung mit Hitman. Also so brillant kann er nicht gewesen sein. Allerdings schreibt Cybex, ich mag Hitman und habe ihn sehr gerne gespielt. Nur frage ich mich, wird es nun ein völlig neues Hitman oder kommt doch noch die Season 2? Denn es hört sich ja schon eher so an, als würde etwas ganz Neues entwickelt werden. Und auch den ersten Hitman-Film fand ich ganz brauchbar, in Klammern zu Prolochil. Der Cybex. Ich habe den ersten Film tatsächlich im Kino gesehen. Ja? Also ich habe ihn ganz gesehen, wahrscheinlich im Gegensatz zu dir. Ja, ich kann schlecht was drüber sagen, ja. Nach den ersten 10 Minuten, es war halt ein Glatzkopf, der ungefähr überhaupt keine Ähnlichkeit mit Agent 47 hatte, bis auf die Glatze. Das fand ich halt auch ganz schlimm. Ist es im zweiten immer noch derselbe Schauspieler? Nein, ich glaube nicht. Der ist ja ewig schon her, der erste Film. Vielleicht sieht der dem ja... Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Kann schon sein. Ich habe den zweiten Teil, wie gesagt, nicht gesehen. Tja, meine lieben Freunde, ja, Season 2, weiß ich nicht, oder was komplett Neues. Ich schätze auch eher, es kommt was komplett Neues, weil dieses Episodenformat, wie gesagt, es war jetzt nicht der erfolgreichste Teil der Hitman-Reihe. Es war zwar einer der besten, wenn man ihn so als Komplettpaket betrachtet, aber die Episoden, die sind wirklich nicht so besonders gut angekommen. Deswegen schätze ich auch eher, dass sie wirklich ein Standalone-eigenes Spiel wieder machen. Würde mir auch besser gefallen. Ja, auf jeden Fall. Zu manchen Teilen passt es eben so wie den Telltale Adventures, da passt dieses Serienformat einfach ganz gut. Life is Strange. Adventures halt. Also, wo du dich nicht groß reinfuchsen musst. Genau, aber bei Hitman war es irgendwie ein Schuss in den Ofen. Mhm. Obwohl es ein gutes Spiel war. Auf jeden Fall. Genauso gut, hoffentlich, wie unsere News, auch morgen wieder. Schaltet da auf jeden Fall ein. Und falls es euch gefallen hat, dann denkt unbedingt an den Daumen nach oben. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Und ja, wir sehen uns morgen.